zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir basteln heute zusammen ein kleines Mini-Album mit einer Kronenbindung. Sagt euch vielleicht nichts, hat mir vorher auch nicht viel gesagt, aber ich war auf Pinterest unterwegs und habe diese Kronenbindung gesehen und fand das sehr, sehr interessant. Ich habe einen Blog-Eintrag gelesen von Mel von Kreativsüchtig. Ich glaube, das war auf dem Dani Poys Blog. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Und ja, dann habe ich mir das angeguckt. Es ist super einfach und das Coole ist halt, man kann das in sämtlichen Variationen machen. Groß, klein, dick, dünn. Also da kann man wirklich seiner Kreativität freien Lauf lassen. Ich habe mir jetzt sowas zurechtgesucht, dass es ein kleines, aber feines und schnelles Mini-Album wird. Ich zeige euch mal eben, um was es sich handelt. Es ist dieses kleine Scheißerle und das hier ist die Kronenbindung. Eigentlich, also ich hätte das Band etwas länger machen müssen, weil ich glaube, es wäre cooler gewesen, wenn ich das hier einmal irgendwie so drum gewickelt hätte, damit es auch wirklich ganz platt liegt. Ne? Im Nachhinein konnte ich es leider nicht mehr dran fummeln, das hat mich kirre gemacht, deswegen bleibt es jetzt einfach so. Ich habe jetzt 5 Seiten, man kann das aber auch mit mehr Seiten machen, indem man die Bindung einfach ein bisschen verlängert und es ist, wie gesagt, super einfach gemacht. Hier vorne... Da musste ich ein bisschen Reparaturarbeit leisten, weil ich falsch geklebt habe, musste das Ganze runterreißen und ja, dann war das Papier zerrissen. Also habe ich hier ein bisschen Washi-Tape dran geklebt, Stempelabdruck auf so ein Journaling-Kärtchen geklebt. Das habe ich koloriert mit Polychromos. Nee, nicht mit Polychromos, mit Prisma-Color-Stiften. Die habe ich mir nämlich letzte Woche über eBay Kleinanzeigen gekauft, weil, also ich koloriere sehr gerne mit Buntstiften, habe es aber nicht drauf. Und die Polychromos, die ich mir damals gekauft habe, das war so ein 36er-Pack und ich war sehr gefrustet, muss ich zugeben. Nicht von den Stiften an sich, sondern einfach von der Farbauswahl, die ich in diesem Ding hatte. Ich bin damit nicht parat gekommen. Also gerade als Anfänger braucht man ja dann schon mindestens 2 Töne, die irgendwie zusammenpassen. Ne? Hell und dunkel, sagen wir mal blau. Ne? Einen hellen Blauton und einen dunklen Blauton. Und in dem Set waren zum Beispiel dann nur ein dunkler Blauton und ein Türkis. Und da konnte ich halt nicht mit arbeiten und dementsprechend sah es dann aus. Und ja, deswegen lagen sie hier eine Zeit lang in der Ecke rum. Und dann habe ich das bei eBay Kleinanzeigen entdeckt durch Zufall für 40 Euro, so einen riesen Kasten. Und dann habe ich das bestellt, weil ich dachte, das wäre ganz günstig. Ich habe bei Amazon mal geguckt, da waren sie teilweise ein bisschen teurer natürlich, weil sie waren neu. Aber in den Bewertungen stand ganz oft, das sind niemals die Originalen, Vorsicht, kein Original. Und ich als Laie kann nicht sagen, wenn ich es kaufe, das ist jetzt ein Original oder nicht. Es sei denn, es stinkt nach chemischem Gedönse. Ne? Dann würde ich sagen, naja, irgendwas stimmt da nicht. Aber ansonsten, was halt Farbabgabe und so betrifft, ja, kann ich nichts sagen. Ich hab die Dame, die das verkauft hat, gefragt. Sie sagte, ja, das sind die Originalen. Und dann habe ich sie bestellt und was soll ich sagen? Super geil, macht voll viel Spaß. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass die besser oder schlechter sind als die Polychromos. Es ist halt, wie gesagt, einfach nur die Farbauswahl, die ich jetzt habe, die ist halt richtig geil. Ne? Also ich habe jetzt 5 verschiedene Rottöne, 5 verschiedene Lilatöne, Grün, Blau. Und damit kann ich arbeiten, um zu gucken, ob ich mir vielleicht auch irgendwann nochmal ein paar zusätzliche Stifte von den Polychromos kaufe. Ob ich es jetzt brauche oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Ne? Auf jeden Fall mit Buntstiften koloriert. Ohne Stempelfarbe, beziehungsweise mit ganz heller Stempelfarbe, damit es so aussieht, als hätte ich das Ding selber gemalt. Habe ich aber nicht. Also so talentiert bin ich schon auch wieder nicht. So, wenn wir das Ganze einmal aufklappen, seht ihr diese kleinen Zacken. Diese Zacken halten eure einzelnen Seiten. Und ich finde, das sieht richtig schön aus. Sieht aus wie so ein eingeklicktes Foto, mehr oder weniger. Ich habe hier einfach nur ein paar Klammern eingebracht und diese kleinen Journaling-Cards mit eingebracht. Die habe ich schon super lange und ich wollte die nicht schon wieder in die Kiste werfen. Deswegen habe ich die hier jetzt mit dran geklickt, weil ich habe sonst noch nichts, was ich da reinmachen konnte. Ich wollte einfach nur was basteln. Ja, dann würde ich sagen, los geht es. Ich zeige euch jetzt erstmal, was wir dafür brauchen und dann zeige ich euch, wie das Ganze gemacht wird. Zuallererst benötigen wir ein etwas größeres Stück Designpapier. Ihr könnt das auch mit Cardstock machen, allerdings sollte der nicht allzu dick sein. Ich habe jetzt Designpapier genommen, weil es ja sich besser falten lässt. Ne? Und ich muss nicht so viel extra falzen, das fand ich ganz praktisch. Ich habe es auch mit Cardstock probiert, aber der ist mir an manchen Stellen gerissen und das wollte ich halt umgehen. Deswegen Designpapier. Das ist übrigens das aus meinem letzten Haul hier von Be My Beer. Dieses, ja, was aussieht wie meine Couch, also meine ehemalige Couch. Hallo, ehemalige Couch. Also auf jeden Fall misst das Ganze 12 Inch
Und die Höhe sind 7 Inch. Ich mache das alles in Inch heute. Ich hatte da irgendwie mal wieder Lust drauf. Und ich habe ja auch endlich mal wieder ein Lineal, wo die Inch-Angaben drauf sind. Die ganzen Zentimeterangaben findet ihr aber auch unten in der Infobox. Dann brauchen wir für die einzelnen Seiten etwas Cardstock oder halt auch Designpapier. Ist vollkommen egal. Ihr könnt auch Reste nehmen. Funktioniert alles wunderbar. Ich habe beides schon durchgemacht. Und zwar 5 Stück in den Maßen 8 x 4 7/8. Dann brauchen wir etwas Designpapier. Wir brauchen einmal 2 Stücke für die Außenseiten in 4 7/8 x 4. Und wir brauchen 10 Stücke in 4 3/4 x 3 7/8. Falls ihr euch wundert, was ich hier von Papier genommen habe, das habe ich natürlich, wie soll es anders sein, irgendwann mal gekauft und noch nie verwendet, obwohl ich es wunderschön fand. Da sind diese diese komischen Fettpflanzen drauf. Skulenta oder was? Und das sieht so schön aus. Ich weiß auch nicht. Ist ganz dezent, aber trotzdem irgendwie, weiß ich nicht. Da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Ihr merkt schon, also ich bin ein bisschen romantisch angehaucht in letzter Zeit. Ne? Hat man ja auch am Weihnachtspapier gesehen. Das ist die gleiche Marke übrigens, auch von Recollections, also Craftsmith. Ich glaube, das ist Craftsmith, ne? Tut mir übrigens leid, wenn ich heute ein bisschen komisch rede, aber ich habe einen Bonbon im Mund. Ich habe das Gefühl, ich brauche Salbei, damit sich bei mir irgendwie nichts in die Bronchien tut, ey. Beziehungsweise, dass sich was tut, dass da nichts kommt, so eher. Also es kann sein, dass ich vielleicht ab und zu mal aufs Papier spucke oder sowas. Aber, oder das Bonbon von links nach rechts. Aber es geht jetzt einfach nicht anders. Ich muss es hier auch fertig kriegen. Auf jeden Fall heißt es Grace Grace. Und also das Paper Pad heißt Grace Grace, ist von Recollections, wie das gleiche, was ich mir für Weihnachten rausgesucht habe. Das ist halt einfach super viel Papier zu einem unschlagbaren Preis in der Größe, wie ich immer finde. Naja, auf jeden Fall habe ich mir da diese kleinen Teile zurechtgeschnitten. Dann benötigen wir noch diese 2 Teile und das ist Chipboard bzw. FA-Karton, den ihr so zu Hause habt oder den ihr kauft. Ich habe jetzt mal zur Abwechslung einen, den man sich kaufen kann. Der ist von Dutch Dubadoo, der war in irgendeinem Kartenkit, glaube ich, drin von Kreativbund. Ich verlinke euch das auf jeden Fall mal. So, auf jeden Fall habe ich mir den zurechtgetrimmt auf 5 1/4 x 4 1/4. Und dann sind wir schon in den letzten Zügen. Wir brauchen nur noch eins und zwar einen Verschluss. Und hierfür nehme ich heute diese 2 Geschenkbändchen. Müsst ihr nicht machen, ihr könnt auch eine Banderole machen oder so. Aber ich fand das einfach irgendwie eine süße Sache mit den Bändchen. Passt zu diesem romantischen Papier. Dann starten wir auch schon und zwar mit diesem großen Designpapierstück und mit den einzelnen Seiten, denn wir müssen erstmal ein klein wenig falzen. Das ist eigentlich eine super simple Geschichte und zwar lege ich das Ganze hier einmal so auf mit der langen Seite oben im Falzbrett an und falze bei jedem vollen Inch, also bei 1, 2, 3, 4 und dann halt so weiter. Ich muss ja jetzt hier nicht erzählen mit euch üben, ne? Und dann drehen wir uns das Ganze auf die kurze Seite und falzen links und rechts bei einem Inch. Also in dem Fall jetzt einmal bei 1 und einmal bei 6, damit ich das Papier nicht drehen muss. Und was ich halt gerne mache, ist das Ganze nochmal umdrehen und immer jede zweite nachgezogene Falzlinie nochmal von der anderen Seite falzen. Weil wir das gleich in so einem Zickzack knicken. Und damit das Papier nicht reißt, ist es einfacher, wenn ich jetzt hier eine hoch, eine runter, eine hoch, eine runter gefalzt habe. Seht ihr gleich. Reißt euch das Papier auf jeden Fall nicht so schnell. So, dann nehmen wir uns die einzelnen Seiten zur Hand. Und auch die legen wir uns mit der langen Seite nach oben und falzen die einmal in der Mitte. Und zwar bei 4 Inch. Jetzt nehmen wir uns wieder dieses Blatt hier zur Hand. Und ich starte jetzt damit, das Ganze einmal nachzufalten. Und zwar erstmal die auf der kurzen Seite, diese 2 Linien. Einmal hier und einmal hier. Und jetzt starte ich hier und falte das Ganze einmal im Zickzack. Und ich sehe, das Papier war nicht ganz gerade. So sollte das Ganze aussehen. Und ihr seht auf der einen Seite, also quasi hier, war das nicht ganz bündig. Da war das Papier wahrscheinlich ein paar Millimeter zu groß. Deswegen nehme ich mir eine Schere und schneide den Zipfel hier einfach ab. Kontrolliere das aber jetzt auch nochmal hier auf der Seite. Aber hier ist es gerade, also hier steht nichts über. Also war es einfach ein Millimeter, der zu viel war. Als nächstes nehme ich mir eine Schere zur Hand
Und ich schneide jetzt hier jede zweite Falzlinie ein. Und zwar bis zu dem Punkt, wo die sich mit dieser Querfalz trifft. Also ihr braucht immer hier ein so ein Doppeldeckerchen. Später. So, also ich lasse eine Falzlinie am Leben und eine trenne ich. So, und das gleiche wiederhole ich jetzt auf der gegenüberliegenden Seite. Achtet darauf, dass es, dass ihr die gleichen, also dass ihr auch wirklich die gegenüberliegende Seite einschneidet. Fragt mich nicht wie, aber ich habe es geschafft, das mal nicht zu machen. Dann funktioniert das Ganze natürlich nicht mehr. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, wie ich das hingekriegt habe. Und was wir jetzt machen, wir nehmen uns jetzt ein so ein Pärchen und falten die Ecken, wie bei einem Papierflieger, hier einmal Richtung Mitte. Ihr solltet darauf achten, dass hier oben eine hübsche Spitze entsteht und dann einfach so runterdrücken. Ich nehme mir auch mal ein Falzbein zur Hand. So, und die gegenüberliegende, das angrenzende Stückchen hier, mit dem mache ich genau das Gleiche. Und das Ganze hier schön platt drücken. So sollte das letztendlich aussehen. Seht ihr? So, das mache ich jetzt mit allen Teilen hier. Ist ein bisschen Sisyphusarbeit, aber das... Deswegen habe ich gesagt, ich mache es lieber mit Designpapier. Wenn ihr das nicht mit Designpapier machen solltet, dann müsst ihr diese Rillen hier vorher ein bisschen anfalzen, weil sonst lässt sich das nicht knicken. Habt ihr ja schon mal bestimmt versucht, kleine Teile mit Cardstock zu knicken. Macht jetzt nicht so Spaß. Es ist sehr schwierig, es wird nicht gerade, da muss man definitiv vorfalzen und das umgeht man hier und dann geht es eigentlich relativ schnell. So, seht ihr, das ist wirklich eine sehr flotte Geschichte, wenn man das nicht mit Cardstock macht, sondern mit Designpapier. Ich habe jetzt vielleicht 3 Minuten gebraucht oder so. Ich musste aber auch zwischendrin mal kurz aufstehen, weil in meiner Küche ist eine Lampe abgefallen aus dem Nichts. Liegt bestimmt an Halloween. Da geistert irgendwas rum. Der Stinky war auch total verstört. Jetzt klappen wir diese Dinger hier einmal nach innen. Und ich gehe hier auch nochmal mit dem Falzbein so drüber, um das ein bisschen in Form zu halten, weil die natürlich jetzt auch immer wieder so zurückflitschen. Ne? Ich mache das jetzt so. Ich knicke jetzt hier den normalen Verlauf von dem Mittelknick nach, also dieses hoch, runter, hoch, runter. Und die Dreiecke lassen sich da immer wunderbar mit mehr oder weniger mit reinfalten. Also ich lege die flach und drücke das dann so zusammen. Dann drücke ich das wieder flach. Achte immer darauf, dass das hier unten auch schön anliegt, weil ansonsten klappt es euch hoch. So, das auch wieder runter. So. Das ist jetzt so ein bisschen fummelig. Es hat jetzt auch nicht so viel gebracht, das vorher nochmal alles in Form zu falzen, offensichtlich. Aber so, das ist eure Bindung. Und das nennt man dann irgendwie Kronenbindung. Jetzt nicht ganz gerafft, warum. Aber interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht, weil es ist halt einfach cool. So sieht das Ganze jetzt aus. So, als nächstes legen wir das jetzt erstmal beiseite und ich präpariere mir meine Seiten. Ich falte die jetzt einmal hier in der Mitte nach, an der Stelle, wo wir das gefalzt haben. Und dann bringe ich das Designpapier schon auf. Das mache ich im Vorfeld, weil ich möchte, dass das mit unter diesen Bindungsecken verschwindet. So, also so. So, jetzt nehme ich mir erstmal hier meine Designpapiere. Die ganz großen, die stecke ich mir hier schon mal an die Seiten, damit die nicht verloren gehen und ich nicht denke, oh, wie, hast ja viel zu groß geschnitten und schnibbel dann an den Dingern rum, obwohl die eigentlich nicht für die einzelnen Seiten gemacht sind. Also die großen Elemente, das waren nur 2 Stück, die kommen da links und rechts hin. Und jetzt gucke ich mal, wie ich das hier anordnen möchte. Also das kommt nach vorne und das schon mal nach hinten. So, wenn ich das aufklappe, möchte ich immer das gleiche Designpapier irgendwie zu sehen haben. Das finde ich halt schöner. So. Ist zwar jetzt auch noch nicht so ultra wichtig,
die Anordnung, aber ich mache das lieber von Anfang an vernünftig, als dass mir das dann erst am Ende wiederkommt. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? So, das ist jetzt die Reihenfolge. Und das klebe ich jetzt einfach mit doppelseitigem Klebeband fest, weil das einfach am schnellsten geht. So, fertig ist der Draht. Und jetzt können wir auch schon anfangen, das Ganze zusammenzusetzen. Ich lege mir die Seiten jetzt so hin, mit der Öffnung nach links zeigend, damit ich hier auch bloß nicht durcheinander komme. Und jetzt nehme ich mir doppelseitiges Klebeband zur Hand und Flüssigkleber. So, ich lege mir das jetzt hier ein bisschen glatter. Ich weiß nicht, ob das so ursprünglich funktioniert, aber für mich funktioniert es so am besten. Und zwar bringe ich jetzt hier einmal zwei Bahnen von dem doppelseitigen Klebeband an. Ihr könnt das natürlich auch komplett mit Flüssigkleber machen. Und dann nehme ich mir, dieses Stückchen, das etwas größere Designpapier, und klebe das hier genau vor die Falzlinie. Schön mittig. Also es sollte eigentlich so hier reinpassen, dass es kurz vor der Falz endet und dann hier auch schön vor der Falzlinie klebt. So, dann nehme ich mir mein erstes Seitenelement und klappe das so auf. Und jetzt bringe ich auch hier auf der Seite doppelseitiges Klebeband an. Und mache genau das Gleiche, also lege das hier schön vor die Falzlinie und achte darauf, dass es halt mittig liegt und drücke es fest. So, und jetzt bringe ich auf die beiden Zwuckel hier Flüssigkleber an und klappe das einmal zu. Einmal so und einmal, wieso hält das jetzt hier nicht? Scheißdreck, jetzt habe ich den Kack an den Finger. So, schön drücken. Und ich klappe das auch schon mal hoch, damit sich diese, damit das halt schön liegt. So, weiter geht es. Ich klappe das Ganze jetzt einmal so um. Klappe die nächsten zwei Dreiecke nach außen. Und jetzt muss ich mir jetzt echt die Finger waschen. Nö, es geht. Es geht. Alles klar. Jetzt bringe ich hier unten diesem Stück links und rechts Designpapier an. Designpapier, ja, Janine. Doppelseitiges Klebeband an. Und hier auf diesem Element auch schon. So. Und dann klappe ich das Ganze einfach einmal zu. Ich hatte ursprünglich gedacht, dass man das hier auflassen könnte an der Oberkante, um dann Tag reinzustellen. Bei meinem Probe-Mini seht ihr aber, dass das Tag dann ja irgendwie sehr, sehr klein wäre. Ne? Also es könnte dann wirklich nur... Obwohl, eigentlich sieht das cool aus. Ne? Jetzt bringe ich auf die andere Seite Kleber an. Nehme mir die nächste Seite, klappe die auf. Und auch hier klebe ich das Ganze vor die Falz. Einmal so. So, dann wieder. Ich überlege gerade, ich probiere das mal eben, ob das einfacher ist, wenn ich die Dinger hier zuklebe. Damit die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt gleich so ultra viel Kleber an meinen Fingern habe, nicht so groß ist. Probier es mal. Also Kleber auf diese Zacken. Jo, klappt besser. Und hochklappen. Und so machen wir das jetzt, bis wir am Ende angekommen sind. Ich würde dann hier die Zacken vorher mit ein bisschen Kleber fixieren. Wie gesagt, dann habt ihr den nicht an den Finger, wenn ihr das versucht hochzuklappen. Müsst ihr aber jetzt nicht zwingend machen. Und fertig ist schon mehr oder weniger unser Mini-Album. Auf jeden Fall das Seitenkonstrukt. Und ich finde, es sieht richtig klasse aus. Also das gefällt mir so gut. Und wie gesagt, das ist super schnell gemacht. Und man kann es perfekt aus Resten auch machen. Alles, was man hier hat, hier solche,
solche Teile hier, die fallen einem ja auch öfter mal in die Hand, ne? Aus dem ganzen Ding kannst du dir eine Bindung machen. Und dann musst du dir einfach nur irgendwelche Papiere suchen, die du einmal in der Mitte falten kannst, um da draußen eine Seite zu machen. Und die sollte halt so groß sein, als dass da mindestens ein Stempelabdruck drauf passt, ne? Wie so ein kleines Daumenkino oder sowas. Ja, jetzt müssen wir unser Cover präparieren. Hierfür nehme ich mir jetzt diese zwei Chipboard-Teile, die wir zurechtgeschnitten haben. Und ich gucke mal eben, ob das jetzt hier nicht vielleicht sogar drauf passt. Könnte eng werden, aber ich denke, das lügt. Ich klebe die jetzt hier einmal auf dieses Stück Restpapier, damit ich mir nicht noch ein Papier zerschneiden muss. Also ich würde normalerweise immer so 2 cm Minimum am Rand übrig lassen, damit man den auch vernünftig umfalten kann. Aber wie gesagt, es ist machbar. Und dann knicke ich mir das Papier langsam vorsichtig vor, weil ich nicht möchte, dass mir das reißt. Wenn man zu schnell arbeitet, dann passiert das nämlich gerne mal, dass das ja hier so aufspringt, ne? Liegt aber auch immer so ein bisschen an der Papierqualität. Hier muss ich sagen, sieht super aus. Und ich denke, das passt halt auch gleich richtig geil zur Bindung. Jetzt nehme ich mir eine Schere zur Hand und schneide mir die Eckteile hier raus. Und zwar links und rechts mache ich einen Schnitt bis zu dem Punkt, wo die Linien sich treffen. Aber so links und rechts schräg an diesen Falzlinien entlang. Ich schneide nicht das kleine Quadrat oder Rechteck akkurat daraus, sondern immer so ein bisschen angeschrägt. So. Jetzt nehme ich meine LTG und bringe hier ein bisschen Kleber drauf an. Ich hoffe, das hält, aber ich gehe mal stark davon aus. Jetzt schiebe ich das mit dem Falzbein schon mal so ein bisschen an den Rand, knicke das um und ziehe direkt mit dem Falzbein hinterher, übe da ordentlich Druck aus. Und dann funktioniert das auch mit so einem schmalen Streifen. Eigentlich sollte der Streifen auch einfach nur breit genug sein, als dass das Mini da gleich draufgeklebt werden kann und ich dieses Chipboard nicht mehr sehe. Ich denke, das funktioniert. Sollte es nicht funktionieren, wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, müsst ihr auf jeden Fall ein größeres Stück nehmen. Aber falls es klappen sollte, habt ihr kaum Reste. Ich meine, sind wir mal ehrlich, aber unsere Restekisten, die platzen eh fast auseinander. Oh, und dann kommt jetzt auch noch das Weihnachtspapier dazu, dann ist ja auch ganz vorbei. Und das passt. Perfekt. Also ihr könnt euer Reststück auf jeden Fall nehmen. Ich mache das jetzt hier nochmal eben mit dem zweiten Teil und dann können wir das Mini-Album auch schon mal draufkleben. Bevor wir das allerdings machen, nehme ich mir mein Geschenkband zur Hand und wir müssen jetzt etwas Geschenkband auf beide Seiten kleben, damit wir das später auch vernünftig verschließen können. Und dafür bringe ich jetzt einfach hier einmal mittig ein bisschen Kleber an. Das gleiche auch auf dem anderen Teil. So. Und dann nehme ich diese beiden Dinger hier und lege die da einmal drauf. Eins links und eins rechts. Ja, und ihr wisst ja, wie das ist. Ich bin da nicht so gut im Messen, aber ich denke jetzt mal, das sollte reichen. So. So ungefähr. Aber ist bei mir ja meistens immer zu viel. Ihr könnt das auch nur mit einem Bändchen machen oder mit Kordel oder was auch immer ihr zu Hause habt. Aber ich habe nicht mehr so die Auswahl. Müsste ich mal wieder ein bisschen nachbestellen, gerade jetzt zu Weihnachten. Da braucht man ja auch öfter mal Geschenkband, ne? Ich meine, beim Geschenke einpacken ist das bei mir jetzt nicht so wild, weil ich nehme für alles Alufolie und dann kommt da ein bisschen Washi-Tape drauf. Das darfst du gar keinem erzählen, ne? Aber ich bin so ein richtiger Einpack-Otto. Also ich kann nichts einpacken. Wenn wir mal irgendwas wirklich vernünftig verpacken müssen, muss das mein Mann machen. Ich bin dann mehr so für die Karte zuständig, weil wirklich bei mir wird einfach alles in Alufolie eingepackt. Also ich gebe mir da schon Mühe. Ich knüttel die ein bisschen vor oder ich falte die oder so. Aber da
da klappt's halt, ne? Und dann schönes Washi-Tape und eine dicke Schleife drum und dann glitzert das halt schön. Geil wäre es natürlich, wenn es Alufolie in unterschiedlichen Farben geben würde. Ich meine, das habe ich mal irgendwo gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo, weil das wäre es für mich gewesen. Ich glaube, da hat mich bei Facebook auch mal einer drauf verlinkt. Ob mir das jetzt was sagen soll? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall geht es jetzt hier mal weiter im Geschehen. Und zwar nehme ich mir dieses Mini-Album. Die Unterseite kleben wir auf die rechte Seite. Ich gucke jetzt mal eben so, ich drücke das hier mal runter und gucke jetzt mal eben, wie ich das ungefähr da drauf kleben muss. Also ihr solltet das so da drauf kleben, dass ein Rand ringsherum entsteht. Und es ist halt jetzt ganz praktisch, dass die Bindung den gleichen Ton hat wie das Cover, weil dann sieht man nicht, ob man schief geklebt hat. Ist ja hier auch alles ein bisschen durchdacht, ne? So, wenn man anfängt, krank zu werden und nicht mehr gerade gucken kann und so. So, jetzt nehme ich mir, ist natürlich die Frage, ne? Ich glaube, was nehme ich denn? Da nehme ich aber jetzt lieber hier das Klebeband. Das ist das Klebeband von Kreativ Bunt. Das hält eigentlich ordentlich gut was aus. Weil ich weiß nicht, wenn ich das jetzt mit dem Tombow mache, weiß ich nicht, ob das jetzt hier so unbedingt hält. Also, jetzt müssen wir nochmal eben gucken, dass es jetzt auch richtig rum ist. Also so rum gehört es. Deswegen drehe ich das auf die Rückseite und zuppel mir das doppelseitige Klebeband Schutzfolienzeug hier einmal ab. Jetzt drehe ich das um, drücke das ein bisschen zusammen, damit ich einen besseren Überblick habe und versuche das jetzt so hier festzukleben, dass es mittig ist. So passt es ganz gut. Lass ich das einfach fallen. Ich hoffe, dass das passt. Kann man jetzt auch nochmal aufklappen und hier an der unteren Seite schön mit dem Finger nochmal drüber gehen. So. Und jetzt können wir das hier oben machen. Ich ziehe hier einmal die Schutzfolie ab. Und jetzt nehme ich mir das Cover. Genau. Und das klebe ich jetzt einfach so da drauf, dass das Cover gleich auf ist mit dem unteren Cover. Also ich starte jetzt hier einfach mal auf der linken Seite. Ja, und jetzt klebt es halt auch schon. Also Pech gehabt. Ja, super, Janine. Das muss man jetzt irgendwie mit Augenmaß machen, Leute. Ja, passt. Aber frag mich jetzt bloß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe es ja auch einmal wieder auseinandergerissen. Ja, so ist es halt hier. Ja, da kommt jetzt gleich ein bisschen Washi drüber oder so. Vielleicht rubbel ich das auch einfach mit einer Feile komplett auf und dann sieht es ein bisschen used aus. Ja, Not macht erfinderisch, was soll ich da sagen? Auf jeden Fall ist das Album jetzt erstmal fertig. Jetzt muss ich das Ganze noch ein bisschen dekorieren. Ich muss das hier vorne noch mal eben irgendwie ein bisschen retten. Und ja, dann dekoriere ich das Cover. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch das fertige Endergebnis. So, mein Mini-Album ist fertig dekoriert von innen und von außen. Obwohl von innen habe ich jetzt nicht sonderlich viel gemacht. Das kennt ihr ja. Ich habe versucht, den Riss bzw. ja das Wegreißen des Designpapieres irgendwie zu verblenden. Und dann habe ich hier dieses Washi-Tape verwendet. Das ist so ein Bordeaux-Glitzer. Das habe ich im Aldi letzte Woche gekauft. Das war so ein Vierer-Set. Eigentlich wollte ich nur das Gold haben, weil Gold kann man für Weihnachten immer gebrauchen. Aber das Bordeaux passte irgendwie ganz, ganz schön zu dem Rest. Dann habe ich hier einfach so ein Kärtchen. Ich weiß nicht mehr, von welcher Marke das ist. Das kann ich euch nicht sagen. Das ist nämlich schon 4 Jahre alt, mindestens. Genau wie die Kärtchen hier drin. Ich habe so ein kleines Etui und da stecke ich immer die ganzen Journaling-Cards rein und so und immer mal wieder für ein Cover hole ich das raus und dann sind mir die in die Hand geflogen und ich denke so, jetzt ist es mal soweit. Da sind ganz hübsche Sprüche drauf. Hier vorne habe ich das kleine Mädchen als Stempelmotiv koloriert, diesmal ohne schwarze Stempelfarbe. Ich habe das Ganze mit hellblauer Stempelfarbe gemacht. Verwendet habe ich Buntstifte. Wenn wir das Ganze aufmachen, könnt ihr sehen, es ist nicht sonderlich viel passiert. Ich habe hier überall diese Aktenklammern an die Seiten geheftet, um
die kleinen Kärtchen mit einzubringen. Ich wollte die nicht ins Mini-Album kleben, weil ich weiß ja nicht, was man jetzt dahinter klebt. Ne? Also wenn ich die jetzt dahin klebe, dann kann ich da kein Foto drüber kleben, dann kann man den Spruch ja nicht mehr lesen. Deswegen war das jetzt erstmal die beste Option, weil die Sprüche sind wirklich sehr schön. Vielleicht brauche ich sie auch mal für irgendwas anderes, aber ich habe sie auf jeden Fall jetzt erstmal aus diesem Etui rausgeholt, damit ich die nicht schon wieder 4 Jahre da drin behalte. Ja, und das war's auch eigentlich schon. Unten in der Infobox habe ich euch sämtliche Maße hingeschrieben, Inch-Angaben, Zentimeter-Angaben. Die Produkte, die ich verwendet habe, findet ihr auch da unten verlinkt. Ja, und dann würde ich sagen, haut rein, viel Spaß beim Werkeln und macht es gut, schwingt den Hut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schuckes!